Wie bereits letzte Woche angekündigt, werde ich zum ersten Mal heute das Wort zum Sonntag machen und damit geht es jetzt auch direkt zum Thema. Ich blende jetzt hier gerade mal die Szene für euch über, damit ihr das Ganze seht, worum es geht. Und es geht ein bisschen um Content, den ich mache. Ihr seht euch jetzt auch selbst im Chat, das Ganze mache ich halt live auf Stream, auf Twitch. Falls ihr Bock habt, könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Ich werde bei dem Video, wenn ich es hochlade, absolut gar nichts cutten oder dergleichen. Ich werde das eins zu eins so aus dem Stream hochladen, weil das Video cutten und mein Atmen und sowas rausschneiden ist einfach viel zu viel Arbeit, habe ich beim letzten Mal festgestellt. Dementsprechend geht es jetzt hier zum Thema. Und das Thema ist unter anderem bei mir heute, oder das Thema ist hauptsächlich heute Instagram. Und zwar haben mich ziemlich viele Leute gefragt auf verschiedenen Plattformen, hier bei Instagram, im Whisper und so ein Kram und auch auf Discord. Ich werde euch das alles nicht zeigen, weil das halt irgendwie schon ein bisschen was mit Persönlichkeit zu tun hat, also mit Persönlichkeitsschutz zu tun hat. Dementsprechend quatsche ich da jetzt kurz drüber. Ziemlich viele Leute fragen mich, warum ich aufgehört habe, Instagram-Builds zu machen, beziehungsweise warum ich Instagram-Builds selten mache. Und der Grund dafür ist eigentlich relativ einfach. Unter anderem war es erst Motivation am Anfang, weil mir ein bisschen die Motivation gefehlt hat, mich hinzusetzen und die Builds fertig zu machen, weil das relativ viel Arbeit ist, auch wenn das nicht so wirklich, auch wenn man das halt nicht wirklich glaubt. Aber da steckt schon eine Menge Arbeit drin und eine Menge Gedanken, die ich da reinstecke, damit das zusammenpasst. Da ist das beste Beispiel zum Beispiel die Suka-Build, wo ich mir extrem viel Mühe für gegeben habe, für die beiden Builds hier, wo ich überlegt habe, welche Items kann ich hier reinpacken, damit das zusammenpasst, welche Items kann ich so zusammenstellen, dass sie sich nicht beißen, falls irgendjemand einfach nur random Items daraus baut, wenn er zum Beispiel das baut, dass er dann das bauen kann, sodass sich halt immer aus diesen Builds ergeben, die ihr gut verwenden könnt. Das ist halt das Wichtige für mich. Und wenn man das Ganze jetzt mal vergleicht, wie sich das Ganze entwickelt hat, ich habe am Anfang halt ein paar Instagram-Guides gemacht, das Ding hier ist schon, holy shit, wie alt ist das Teil hier? Vom 21. November, das war der erste Guide, den ich gemacht habe. Da hat das so langsam angefangen, dass ich die Instagram-Builds mache. Hier habe ich zum ersten Mal gestreamt. Oh, holy shit. 27. November. Da habe ich zum ersten Mal gestreamt. Und wenn man sich dann auf die Like-Zahlen anguckt, die sind halt relativ gering, was daran liegt, dass ich hier noch nicht wirklich voll viele Follower hatte. Hier seht ihr es. Da habe ich zum ersten Mal 200 Follower getroffen, 200 Follower erreicht, beziehungsweise Abonnenten erreicht auf Instagram. Und da hat sich das so langsam schon gezeigt. Hier habe ich einen Guide gemacht, der hat 53 Likes. Hier habe ich ein Bild gepostet, das hat genauso viele Likes wie das Ding. Hier einfach nur Fotos, die Hurrikan von der Dreamhack gemacht hat, oder Fotos von meinem Pendant und anderen Kram, haben einfach die ganze Zeit lang um Längen mehr Likes bzw. Feedback bekommen, als wirklicher Content. Und mir geht es nicht darum, dass ich viele Likes auf Instagram habe, auf gar keinen Fall, verstehe das nicht falsch. Likes sind eigentlich relativ egal, vor allem was YouTube und Insta angeht, weil ich das Ganze halt nicht beruflich mache. Wenn ich es beruflich machen würde, wäre das was komplett anderes. Aber im Endeffekt spiegelt das Ganze so ein bisschen das Feedback wider, was ich von der Community bekomme. Und das Feedback von der Community, sage ich euch ganz ehrlich, ist komplett beschissen. Ich würde es gerne anders ausdrücken, aber das Feedback ist komplett beschissen. Woran man das am besten sieht, das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Ich habe einen Suka-Guide gemacht. Da habt ihr mich ewig lange nachgefragt, dass ich nur einen Suka-Guide mache. Auf Discord, Instagram, auf YouTube, auf Twitch und sogar in-game, wenn ich nicht im Stream war und online war, wurde ich im Chat gefragt. Und im Endeffekt sind mir die Likes, wie gesagt, nicht wirklich wichtig, aber die Likes geben ein Feedback darüber. In so einen Suka-Guide hier stecke ich mega viel Arbeit. Ich suche hier die ganzen Bilder für euch raus. Am Anfang bei den Guides war sogar noch so, dass ich diese ganzen Bilder, also alles, was ihr hier seht, ich habe diesen ganzen Shit am Anfang komplett selbst zusammengeschnitten. Ich bin in-game gegangen, habe Screenshots in-game gemacht. Ich zeige euch das mal kurz. Ich bin hier reingegangen, hab einen Screenshot vom Handy gemacht, hab den rübergezogen, das in Photoshop gepackt, hin und her, vorne und zurück. Und, ja, was soll ich dazu sagen? Viel kann ich dazu nicht sagen. Im Endeffekt ist einfach das Feedback, dass Content, für den man sich null Mühe gibt, besser ankommt. Ich habe hier ein Bild von Nakrod gepostet, wo ich ein besseres Feedback drauf erhalten habe, als auf einem Bild. Und sogar wenn ich Dauntless Content poste, Dauntless Content hat genau das gleiche Feedback von euch bekommen wie ein Bild von Zuka. Und jetzt kommt das Dümmste überhaupt. Ich habe hier einen Ryoma Guide, wo ich Texte auf Deutsch geschrieben habe, Texte auf Englisch geschrieben habe, wo ich eine Jungle Build drin habe, wo ich eine Lane Build drin habe und was halt relativ viel Arbeit ist, das zusammenzuschreiben und ein ziemlich aufwendiger Guide ist, weil das halt umfassend ist und umfangreich ist. Und dann kommt das hier. Ich habe hier ein Bild gepostet für einen Champion, für den ich 10 Euro ausgegeben habe. Und das hat ein besseres Feedback als wirkliche Arbeit, die ich in dieses ganze Projekt hier reingesteckt habe. Mittlerweile ist es einfach so bei mir, ich mache die Guides gerne für die Community. Es macht mir auch Spaß, Guides zu machen. Aber ich werde auf YouTube nur noch Guides von Champions machen, wo ich Bock drauf habe.
Ich werde jetzt nicht mehr danach hinterhergehen. Wenn man mal hier runter scrollt, dann sieht man das ganz gut. Ich habe hier versucht, jeden Champion abzudecken. Ich habe am Anfang, als ich mit Insta angefangen habe, ich habe jeden Meta-Champion abgedeckt. Ich habe Lubu gemacht, Violet, L'Oreal, Skat, Praetor, Violet, Kricknack. Ich habe einfach jeden Meta-Champion komplett abgedeckt. Ich habe für jeden Meta-Champion Builds und Guides gemacht. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich es halt cool fand, dass ich da echt gutes Feedback für bekommen habe. Aber, naja, wie soll ich sagen? Mittlerweile ist das Feedback, dass ich nicht mal 10% Feedback bekomme von der Community, die mir auf Instagram folgt. Ich poste einen Guide und die einzige Reaktion darauf ist, wenn ich jetzt hier den Whisper aufmachen würde auf meiner Handy-App, also hier, die einzige Reaktion darauf ist, mach mal da und dazu einen Guide, mach mal da und dazu einen Guide. Das ist halt die einzige Reaktion, die darauf bekommt. Das mag jetzt auch ziemlich viel Mimimi klingen und ich gestehe, das ist auch ein bisschen Mimimi. Da ist definitiv ein bisschen Mimimi mit bei. Aber ihr müsst halt auch überlegen, das nächste, was Content-Kreatoren machen und warum sie das machen. Klar, sie machen das, weil es ihnen Spaß macht. Aber sie machen es auch, weil es sich irgendwie geil ist, Feedback von der Community zu bekommen. Und das fehlt einfach komplett. Ich bekomme absolut gar kein Feedback auf diesen Instagram-Kram. Und ich weiß nicht, ob man es auf Reddit gerade noch lesen kann. Wir können ja gerade mal fix auf Reddit gehen. Arena of Valor, und das ist ein Trash hier. Hier wurde sich letztens darüber beschwert. Ich habe es hier, glaube ich, noch drin. Content. Okay, wir müssen auf die zweite Seite gehen. Das ist halt alles jetzt gerade unvorbereitet, ne? Ich mache das jetzt mehr so on the fly. Ich poste einfach zu viel auf Reddit, holy shit. Vor einem Monat, oh, ich poste gar nicht mehr so viel auf Reddit. Wait, dann bin ich schon ein bisschen zu weit. Antwort auf Post. Nee, ich will auf meine eigenen Posts gehen. Antworten auf den Post, Erwähnung des Benutzernamens, ungelesen, Nachrichten. Naja, ist es doch egal. Im Endeffekt hat jemand auf Reddit gefragt, ob es besser werden wird auf Reddit, sobald diese Umstellung hier gekommen ist. Und ob sich dann mehr Content Creator auf Reddit melden werden. Weil im Moment gibt es hier keinen Content Creator. Ich habe hier einen Ryoma Guide und einen Zuka Guide gepostet und das Feedback der Community ist, Memes sind geiler als Guides. Ein Meme ist kein Aufwand. Guck dich das hier an. Ich habe hier einen Screenshot gemacht in Photoshop, habe den linken Monitor weggeschnitten, weil ich zwei Monitore habe. Hab das hochgeladen und ich bekomme das gleiche Feedback, wie wenn ich mich da hinsetze, eine halbe Stunde bis eine Stunde in den Guide investiere, das alles zusammenbremse für euch und das ist halt ein bisschen, ich würde sagen, ernüchternd. Für die Leute, die sich fragen, wann mache ich wieder Instagram-Guides? Ich werde Instagram-Builds ganz normal weitermachen. Nächste Woche werde ich ein Nacrot-Bild hochladen, also meine Nacrot-Bild. Aber ich habe nicht mehr das Ziel auf Instagram, der Instagram-Account zu sein, wo ihr alle Builds und Guides findet. Ich werde die Tierlist hier hochladen. Ich werde ab und zu mal mit euch sowas wie das hier machen, weil es mir mega viel Spaß gemacht hat, den Simjo-Guide, der halt auch extrem gut angekommen ist und es war ultra lustig, das zu machen. Aber ich werde fortan auf Instagram nur noch Guides und Builds machen zu Champions, die ich spiele. Und ich werde auch nur noch meine Builds und Guides hochladen. Wenn ich ab und zu mal vielleicht was anderes hochlade, wie zum Beispiel einen Valheim-Guide oder Zahnes-Guide, dann werde ich zu Chris gehen. Also dem Typen, mit dem ich eben gequatscht habe im Twitch-Chat. Bei Zahnes werde ich mit ZDDH quatschen, dann werde ich einen Guide machen, weil das einfach Champions sind, die ich mega feier. Aber ich werde nicht mehr den Anspruch haben, alle Champions abzudecken, weil der Aufwand dafür ist einfach zu groß und das Feedback ist halt. Es gibt kein Feedback von euch. Ich weiß, dass das kacke klingt. Und ich will euch damit jetzt auch keine Schuld oder sowas in die Schuhe schieben, weil es gibt Leute hier, da wo ich ja weiß, sie sind wirklich. Seit dem 27. November, seit meinem ersten Stream dabei. Aber der Großteil des Feedbacks, den ich hier bekomme, ist halt im Endeffekt non-existent. Also es gibt kein wirkliches Feedback. Ich weiß ja nicht mal, ob das, was ich mache, euch gefällt. Klar, jetzt schreiben bestimmt einige Leute in den Chat, ja, Freaky, deine Guides haben mir weitergeholfen und so weiter und so fort. Das zeigt sich aber weder auf Instagram, noch zeigt sich das im Discord, noch irgendwie sonstiges. Ab und zu bekomme ich mal Feedback im Chat, dass jemand schreibt, die Bild hat mir geholfen. Aber das einzige Feedback, was man auf Instagram bekommt, ist, mach mal den Champion, mach mal den Champion, mach mal den Champion. Und das ist irgendwie so, naja, es ist nicht unbedingt das, warum ich angefangen habe, diesen Content zu machen. Also ich habe angefangen, den Content hier zu machen, weil ich gesagt habe, mir ist egal, wie viele Leute da drauf schauen. Ich mache das, weil ich Leuten helfen will. Aber ich weiß ja nicht mal, ob die Leute überhaupt noch da drauf schauen. Weil, wie gesagt, ich kriege kein Feedback zu den Sachen, die ich mache, was Instagram angeht. Auf YouTube ist es das krasse Gegenteil. Auf YouTube geht da mal in meine Kommentarsektion rein.
Geht da mal in die Kommentarsektion von mir rein. Ich habe so viele Kommentare unter meinen YouTube-Videos, ne? Das ist absolut insane. Also, dass da so viele Leute schreiben, da kann ich auch immer auf irgendwelchen Kram antworten. Und da sehe ich halt direkt, ah, das interessiert die Leute. Auch wenn es nur ein Video ist, wenn es nur ein, wenn es nur ein Video ist, wenn es nur ein Replay vom Stream oder dergleichen ist, dann habe ich da mehr Feedback drauf, als auf Sachen, wo ich wirklich Herzblut reingesteckt habe, was hier Instagram angeht, was ich halt ein bisschen komisch finde. Und ich wollte dich da einfach nur drüber aufklären, dass sie halt nicht im Dunkeln steht und ich wundert, warum postet Freki nicht die neueste Bild von. Warte, wie heißt Vex gerade? Spielt Vex überhaupt noch? Vex hat irgendwelche vier Zeichen drin, ne? Das hier müsste, glaube ich, Vex sein. Ja. Warum aktualisiert Freki nicht sein Guide und zeigt die neueste Bild von Vex auf Murat und zeigt, dass dass Vex auf Murat die Items spielt? Wie zum Beispiel Blitzklinge. Warum hat Freki nicht das neueste Kricknack-Bild da? Warum hat Freki nicht das neue das neue Nakroth-Bild von ihm da? Ich werde auf Instagram nur noch Builds zu Champions machen, die ich cool finde. Und zu Champions machen, wo ich Ansprechpartner habe. Wie zum Beispiel Chris2GF, der hier auch gerade schreibt. Die ist halt. Es wäre halt geil, einen Vanheim-Guide mit ihm zu machen. Das gleiche für Zahnes mit ZDDH, weil es gute Spieler sind. Aber ja. Ihr könnt mir ja gerne mal ein bisschen Feedback dazu schreiben, was ihr davon haltet. Ich werde mir jetzt ein bisschen im Twitch-Chat durchlesen, was ihr dazu schreibt. Das Ganze auch ins Video mit reinschreiben. Und dann mal weiterschauen. The first place you get to if you search for AOV builds is Mobile Gamers Hub. Their builds are honestly quite bad. Maybe they could help. Blitzklinge. Yeah, the problem is the same with Samurai Gamers, in my opinion. Samurai Gamers and Mobile Game Hub, those two pages are pretty much similar to what MOBAfire was in the beginning of League of Legends. They are just big websites, but their content is extremely low. That's pretty much the problem. Ich habe jetzt relativ viel gequatscht und habe euch kurz dargelegt, worum es mir geht bei dem ganzen Kram. Was ist denn eure Reaktion so darauf? Oder was denkt ihr darüber? Ich meine, ihr seid ja im Endeffekt die Community, die mir überhaupt ermöglicht hat, hier 1140 Abos zu machen. Und wo wir gerade über Abos sprechen, das ist ja die nächste witzige Sache. Ich habe neue Guides hochgeladen: Zuka und Ryoma und Ingame-Kram ein bisschen was, weil ich es halt witzig fand. Und nach dem Zuka-Guide habe ich 10 Follower verloren, nach dem Ryoma-Guide auch, wo ich mir dann denke, was soll ich mit diesem Account machen? Ich weiß halt gerade legit nicht, was ich mit diesem Instagram-Account machen soll. Ich denke, ich werde das AOV da oben rausstreichen und werde nur Freki machen. Werde dann halt Builds und Guides posten, die mich interessieren. Ab und zu mal Screenshots. Ab und zu mal Screenshots und so ganzen Kram posten, weil im Moment Builds und Guides sprechen weder mich an und so komisch es klingt, aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass Build und Guides die Community ansprechen, weil die Community gibt kein Feedback dazu. Das ist halt ein bisschen das Problem. Ich hab nicht mal Insta. Ja, es macht ja nichts, macht ja nichts. Es haben ja 1140 Leute Insta, die darauf reagiert haben. Was haben wir hier? Ich finde, du hast schon recht, mehr Rückmeldung für so viel Arbeit wäre da angebracht. Jep, genauso geht's mir auch. Mach dein Ding von Cyan Wolf. Ja, werde ich machen, Cyan Wolf. Wie gesagt, wundert euch nicht, wenn der Account anders heißt. Ich werde das in all meinen YouTube-Videos aktualisieren müssen. Ich werde da nur noch Freaky draus machen. Und dann wird es öfters mal irgendwelche Memes geben, Ingame-Screenshots von Dauntless, von irgendwelchen Käufen und vielleicht auch mal von komplett anderen Games. Wenn ich zum Beispiel Fortnite spiele, dass ich, wenn da irgendwas Witziges mache, ich da einen Screenshot von, ich weiß es noch nicht genau. Und Builds wird es nur noch das geben, was mich halt wirklich interessiert, weil dieser Account halt wirklich die Identität verloren hat. Das klingt jetzt komisch, aber der Account hier hat komplett die Identität verloren. Weil den Content, den ich normalerweise gemacht habe, der am Anfang übelst gefeiert wurde, wird jetzt irgendwie als selbstverständlich wahrgenommen. Hier am Anfang, ich habe 200 Follower und von 200 Followern gibt es hier Bilder, gibt es hier Guides, wo 50% der Follower darauf halt Feedback gegeben haben. Und mich auch angeschrieben haben. Ich könnte jetzt den Whisper aufmachen, was ich aber nicht möchte, weil ich nicht möchte, dass ich die Namen da zeige. Das kam super geil an. Ich habe hier, was war das, welcher Guide war das? Ich gucke gerade, wo ist es? Ich habe den Violet Guide gemacht und den Sil Guide gemacht. Beim Sil Guide weiß ich noch, da hatte ich keine 150 Follower und
Die Resonanz darauf war insane. Man sieht es schon in den Kommentaren, die Leute haben Kommentare geschrieben, die Leute haben mich angeflüstert, haben mich gefragt, warum ich das, das und das mache. Bei Violet genau das Gleiche, die Leute haben mich gefragt, warum empfiehlst du Violet mit Soul Reaver, warum machst du das, warum spielst du mit Ansturm, Ermorden und Bärenklaue, warum hast du keinen Crit da drin, warum magst du das und dies und jenes. Und ich habe das Gefühl, dass nach einem gewissen Zeitpunkt, als ich dann wirklich alle Meta-Champions abgedeckt hatte, dass das Ganze von der Community als selbstverständlich aufgenommen wurde und das hat für mich das Ganze einschlafen lassen, weil es im Endeffekt langweilig für mich wurde. Und das hat es auch für die Community einschlafen lassen, weil die Community nicht mehr wirklich interessiert, was für Guides hochgeladen werden. Das, was Herborner Gott gerade geschrieben hat. Hier sind super Guides, wo ich auf Instagram, YouTube, Discord nachgefragt wurde, die drei Kommentare haben. Und ja. Was soll man da großartig zu sagen? Ich denke, ich habe ganz gut klar gemacht, worum es mir geht. Und ja, jetzt lese ich mal einfach im Chat, was ich da schreibe. Ich finde schon recht, mehr Rückmeldung, ach, das habe ich gerade vorgelesen, habe ich auch vorgelesen, darum geht's gerade nicht. Ich finde es schade, dass die Community dir jetzt so den Rücken zukehrt, obwohl das. Nee, die Community. Nein, nein, nein. Die Community kehrt mir nicht den Rücken zu. Auf gar keinen Fall. Also so würde ich das auf gar keinen Fall ausdrücken. Im Endeffekt ist die Community noch genauso stark da, wie sie es vorher auch war. Nur wird Content von der Community einfach für selbstverständlich aufgefasst. Was es nicht ist. Weil. Es gibt keinen guten, also außer dieser, in meinen Augen gibt es außer dieser Website, also außer diesem Instagram-Account, wie zum Beispiel dem Arcana-Guide mit sensationellen 100 Likes von 1100, es gibt keinen guten Arcana-Guide auf im ganzen Internet nicht. Das hier ist der höchste Qualitätsstandard, den ihr bei AOV von Content bekommen könnt. Nicht nur vom Aufbau her, wie ich das Ganze hier gemacht habe. Dieser Guide hier hat mich Stunden um Stunden um Stunden gekostet. Es geht darum, dass das hier der einzig gute Content ist, den ihr bekommt, oder dass es irgendwann als selbstverständlich angesehen wurde. Und dass ich mich dann irgendwann so frage, ja, willst du das doch weitermachen? Ich meine, du hast mittlerweile über 1000 Follower. Warum willst du es noch weitermachen? Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Die Community kehrt mir auf gar keinen Fall den Rücken zu. Nein, nein. Ich habe Leute hier im Chat, die sind wirklich seit November dabei. Ich habe gestern Leute im Chat gehabt, die haben 10 Stunden am Samstag meinen Stream geguckt. Das ist das absolute Gegenteil von dem, was da gerade geschrieben wurde. Ja, das habe ich ja gerade darauf aufmerksam gemacht. Ich kann mir nicht verrichten, ich schaue mir die Builds an, aber habe selbst kein Instagram. Heißt, ich kann so das Lurking, hilft aber trotzdem. Ja, leider, ich verstehe das schon. Aber trotzdem sind da noch 1140 weitere Leute, wo halt ein Prozentsatz von 7% oder sowas, wenn überhaupt, sich dafür interessiert. Ja. Ich finde es so, dass es für den Großteil eine Selbstverständlichkeit erscheint und nicht viel darüber nachgedacht, wie viel Arbeit und Zeit dahinter steckt, manche Sachen stecken. Jipp. Und deshalb zeige ich euch gerade mal, wie viel Arbeit da drin steckt. Ich zeige es anhand des besten Beispiels am Arcana Guide. Und zwar, holy shit, professioneller Streamer Boys, Twitch Partner. Das ist der Arcana Guide. Das ist bisher der Arcana Guide und der Guide von, den ich mit Vex zusammen gemacht habe. Das sind die Sachen, wo ich am meisten Arbeit reingesteckt habe. Aber an den Arcana Guide kommt nicht mal die Tierliste dran. Ihr denkt euch jetzt sicherlich, das sieht ja alles ganz nett aus, hier mit den Arkanern und so ganzen Kram drin und hier der Arkaner. Der Grund, warum das Ding so aufwendig ist, ist das hier. Ich habe wortwörtlich jeder Arkaner, die es gibt, mir Screenshots von gemacht, vom Handy, habe die runtergezogen und habe das nachgebastelt. Und das Ganze habe ich für jeden Guide gemacht. Das ist in jedem einzelnen meiner Guides drin, wo ich das komplett fertig gemacht habe für. Da steckt super viel Arbeit drin und. Ich glaube, also das soll jetzt kein Mimimi-Video werden, das soll einfach nur darauf aufmerksam machen, dass man vielleicht mal den Content, den man als selbstverständlich ansieht, hinterfragen sollte und vielleicht auch Feedback dazu gibt, weil die Leute, die Content machen, ob das jetzt YouTube ist, bei Simjo oder bei Darkbreaker, bei Schurko oder mir, wenn halt wirklich Arbeit da drin steckt und das nicht eine Start-Stopp-Aufnahme ist, ist das halt so eine Sache, wo man halt schon irgendwie Feedback drauf geben sollte und das gibt es in der AOV-Community gar nicht. Ich kann euch ein krasses Beispiel zeigen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Darkbreakers YouTube-Kanal hat das extremste Beispiel dafür, was es gibt. K Sub-Special, Arcana-Guide. Darkbreaker hat einen Guide gemacht zu seinem kompletten Arcana, der richtig gut geworden ist und wo er erklärt, warum er was macht, was halt richtig, richtig geil ist. Und das ist genau das, wo die Community immer nachschreit. Und zu dem Zeitpunkt hat dieser Arcana Guide 60.000 Aufrufe weniger als ein Ryoma-Video.
10.000 Aufrufe weniger als ein Ryoma Jungle Gameplay. 20.000 Aufrufe weniger als ein Killgrot Gameplay. Und hier 30.000 Aufrufe weniger als ein Superman Gameplay. Das Problem ist einfach, ich glaube, dass die AOV-Community im Gegensatz zur League of Legends-Community Sachen sehr, sehr schnell als selbstverständlich ansieht. Und als Content Creator fragt man sich dann, will ich überhaupt noch so viel Arbeit da reinstecken? Oder mache ich das, was ich jetzt zum Beispiel mache? Ich habe hier ein Video hochgeladen, das kam bei euch mega sick an. Das ist Video hier, wo ich ungelogen, an diesem Video habe ich ungelogen, ich glaube, 10 Stunden geschnitten. Das Video hier, die 16 Minuten gehen fast 2 Stunden lang. Und das habe ich komplett zusammengeschnitten, so dass man hier nur die wichtigsten Sachen drin hat. Es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht, aber es kommt halt nur minimal besser an als eine Start-Stopp-Aufnahme von einem AIRI-Game. Und das ist halt der Punkt, oder von einem Suka-Game, das ist der Punkt, wo man sich als Content-Creator die Frage stellt, mache ich damit noch weiter? Oder mache ich Content, wo ich genauso viele Leute mit erreiche, wenn nicht sogar mehr, und sogar mehr Feedback dazu bekomme, wisst ihr? Ich finde dein Ryoma Guide sehr gut. Zusammenfassend, mir fehlen nur Attack-Kombis, zum Beispiel Stun, Reinspringen, Ulti und so. Wenn ihr euch wirklich für einen Champion interessiert, dann könnt ihr euch bei Ryoma hier sogar ein Coaching bei mir angucken. Oder ihr geht auf Darkbreaker oder Simjos oder Schokos YouTube-Kanal und geht hier oben drauf, schreibt Ryoma und schaut euch dann die Videos von dem an und seht genau, was er macht. Ein Instagram-Guide kann euch nicht einen Champion komplett erklären. Das, was Irina of Valor versucht, ist halt kompletter Schwachsinn. Ich zeige euch das mal kurz. Die haben ja auch angefangen mit Guides. Wenn ihr sowas hier meint, das ist kompletter Schwachsinn. Das ist komplett kontraproduktiv. Es gibt nicht eine Tulen-Kombo. Es gibt nicht eine Ryoma-Kombo. Es gibt nicht eine Nakroth-Kombo. Jedes Game erfordert verschiedene Herangehensweise an das Spiel. Und sowas in die Community reinzubringen als Educational Content ist toxisch. Das ist komplett toxisch. Anders kann man das nicht ausdrücken. Wenn man Educational Content macht, muss man sich sehr darüber bewusst sein, was für Content man macht. Da der Content, den man macht, halt eins zu eins von Zuschauern übernommen wird. Und dann ist es besser, ein, zwei Sachen rauszulassen, die der Zuschauer sich selbst erschließen muss, als solche Sachen vorzugeben. Ich finde die Guides sehr hilfreich. Die Champs sind, ich spiele sie, wenn ich jetzt Spaß mache. Ja, ich fand die Builds sehr hilfreich. Freut mich zu hören, Lupus. Vielen Dank. Achte auch dann. Ja, es gibt Leute, die das achten, keine Frage. Aber es ist halt ein extrem kleiner Bruchteil. Deshalb frage ich mich halt. Ich habe nicht mehr den Anspruch, alle Champions zu machen auf Instagram. Der Anspruch ist seit 2, 3 Monaten, sage ich ganz ehrlich, weg. Seit dem Zeitpunkt habe ich nicht mehr den Anspruch, alle Champions abzudecken. Ich muss auch berücksichtigen, dass ich von den 1200 Followern auf Instagram viele inaktiv sind. Du hast trotzdem recht, mehr als 20 Leute. Ja gut, auch wenn von 1400 Leuten auf Instagram 50% inaktiv sind, sind 100, also ist eine 20, also sagen wir so, wenn hier von 50% inaktiv sind, dann wären ja die Likes, also wär das Feedback im Sinne von Herzen und Kommentaren akzeptabel. Aber auch dann ein Kommentar auf den Ryoma Guide. Selbst wenn 50% hiervon inaktiv sind, das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Okay, das kann ich mal lesen. Ich denke, dass die Community inzwischen einfach schon zum Großteil Builds hat, weiß, dass sich Builds daraus denkt. Ich denke auch, dass ein Großteil der Community Builds hat. Und wenn ich auf YouTube, ich will jetzt niemand von euch was Böses tun. Arena of Valor eingebe, auf Builds klicke und dann auf Hochladedatum, hier auf Upload-Datum klicke. Und hier durch die Builds durchgehe. Ich habe das mehrfach gemacht. Ich habe mir mehrfach hier Builds von Leuten angeguckt, die Builds haben. Und es ist Trash. Es ist schlecht. Dass Menschen denken, weil sie eine gewisse Elo erreicht haben, dass ihre Builds und dergleichen gut sind, spricht halt einfach nur für eine Sache. Und diese Sache nennt sich Dunning-Krüger. Viel mehr gibt es da echt nicht so zu sagen. Ich weiß, dass die Community gewachsen ist und ich weiß auch, dass viele Leute verstanden haben, wie man das Spiel spielt. Aber ein Großteil vom Twitch-Chat gerade ist nicht mal Diamond. So hart das auch klingt, ein Großteil des Twitch-Chats ist nicht Diamond. Und selbst von der anderen übergebliebenen Hälfte ist ein Großteil Diamond und Master gekommen nach 3 Monaten. Das spricht nicht dafür, dass ihr eure Builds kennt. Ich weiß, dass das harte Worte sind. Ich weiß, dass das die Leute nicht hören wollen und dass es auch dumm ist, als Content Creator
solche Worte an seine Community zu richten. Aber so traurig es ist, umso zutreffender ist es halt leider. Die AV-Community ist altersmäßig einfach kommen, daran liegt das, da ist auch was dran, das stimmt. Aber du hast Onstream gemacht und denke mal, dass der Hauptteil hat das Onstream geschaut und schaut das auch in YouTube nicht mehr neu an. Dass der Großteil YouTube-Sachen nicht mehr neu anschaut, will ich jetzt nicht so unterschreiben. Ich habe als Beispiel das Video, was ich eben genannt habe. Ich habe das Champion Pool Video onstream gemacht. Und das Video hat zu dem Zeitpunkt, ich habe jetzt 556 Abonnenten, das Video hier hat zu dem Zeitpunkt, als ich 200 Abonnenten hatte, dreimal, also 600 Aufrufe gab, dreimal so viele Aufrufe, wie ich Leute onstream hatte und wie ich Abonnenten habe. Auch die Videos hier, die kommen halt alle extrem gut an für die Abonnentenzahlen, die ich habe. Mein Coaching hat fast halt 900 Aufrufe fast. Die anderen Sachen haben 300, 600 Aufrufe. Hier, Sub-Giveaway, 600 Aufrufe. Arbeitsaufwand relativ gering, was ja auch in Ordnung ist. Zucker Gameplay, 400 Aufrufe. Das Feedback, was ich auf YouTube bekomme, ist total genial. Also, YouTube macht mir einfach im Moment wieder mehr Spaß, weil ich jetzt auch mehr Zeit mir dafür nehmen kann, was ich vorher nicht konnte, weil ich einfach richtig krasses Feedback von der Community bekomme. Ich sehe halt, dass Leute, die on-stream waren und am Video kommentieren, ich habe mir das im Stream schon angeguckt, ich gucke es mir trotzdem an und dergleichen und das ist halt mega, mega geiles Feedback, also versteht das nicht falsch. In dem Punkt stimme ich dir nicht, die Aufrufe haben meiner Meinung nach nichts mit Feedback zu tun. Das ist einer weniger Aufrufe, würde ich sagen, dass die Community ist wenig interessiert, deswegen würde ich solche Videos da machen, Spaß sein. Aufrufe, Likes und kaum Kommentare, ist das nicht das Feedback, aber die Community interessiert meiner Meinung nach. Naja, ihr müsst überlegen, Content-Kreatoren, also Menschen, die Content für euch machen, müssen irgendwo ein Feedback herbekommen, damit sie wissen, ist der Content, den ich mache, das, was die Community haben will. Und genau das habe ich über mehrere Wochen gemacht und das habe ich hiermit zum ersten Mal ausprobiert. Der Content, den Online-Communities haben wollen, ist nicht aufwendiger Content wie das hier. Den Content, den Communities haben wollen, ist Fast Food. So blöd es klingt, es ist Fast Food. Ich habe einen AOV-Instagram-Account, wo ich geguckt habe für dieses Video, dass ich das hier teile, vor 5 Tagen, das hat so viele Aufrufe, also so viele, hat ein so ein großes Feedback, wie einen Suka-Guide, um den es in dieser Community geht. Das ist halt das Problem. Für einige Leute von euch ist es sicherlich so, ich klicke auf ein Darkbreaker-Video, nehme zum Beispiel das Video, ich gucke das Video und denke mir so, ja, nettes Video und das war's. Es tut nicht weh, halt mal Daumen nach oben, Daumen nach unten zu geben, irgendein Feedback zu geben, weil darüber zeigt ihr einem Content Creator, ob das, was er macht, richtig ist oder ob er sagt, ich poste Ingame-Screenshots. Ich habe jemanden bei meinen Followern, ich will halt keinen Namen nennen, der hat 800 Abonnenten und postet nur Screenshots von seinen Lobbys nach dem Spielen oder von irgendjemandem, der im Chat flamed. Und das Feedback auf einem Bild, wo jemand im Chat flamed, ist 300 Likes. Ich möchte die Person jetzt hier nicht zeigen. Ich möchte nicht durch meine Abonnenten gehen und euch das zeigen. Aber das zeigt halt einfach schon, dass die Community keine Guides oder dergleichen sucht oder sehen möchte, sozusagen, um es mal so auszudrücken. Ja, alles klar, haben wir gedacht. Okay, das ist nicht wichtig. Die Deutung, ja, das ist grundsätzlich. Sei nicht so gemein. Ist leider nicht gemein. Gute Builds gibt's bei Nice Meme Bro. Nice Meme Bro. Ich mache immer, worauf ich Bock habe. Mach immer das, worauf du Bock hast. Wenn du keinen Bock hast, du sagst es alles immer authentischer und sympathischer. Ja, sehr geil. Vielen Dank fürs Feedback, Kai. Werde ich auch machen. Mache ich auch auf jeden Fall. Also, ich werde hier nur noch Guides posten von Sachen, die mich wirklich interessieren. Mit ein, zwei Leuten zusammenarbeiten und dann, ja. Er hat meine Nachricht nicht verstanden. Oh Mann, okay, ich lese nochmal. In dem Punkt stimme ich dir nicht zu. Die Aufrufe haben meiner Meinung nach nichts mit dem Feedback zu tun, dass es eine weniger Aufruf hat, würde ich sagen, die Community ist weniger interessiert. Deshalb würde sich solche Videos dann nicht machen, wenn es dir weniger Spaß macht. Ja, bei YouTube macht mir im Moment alles Spaß. Also sozusagen der Instagram-Algorithmus auch betrachten, ist nur ein Bruchteil der Follower sieht die Beiträge, wenn vorher nicht interagiert wurde. Naja, ich habe bei den ersten Guides oder bei den Touren Guides hier, wo ich 500 Follower hatte, mehr Feedback bekommen als mit 1000, was halt ein bisschen traurig ist. Und selbst wenn ich das in die Community reintrage, über Twitch und dergleichen und über Reddit und sowas, gibt es halt nicht wirklich Feedback. Ich wollte nur nicht, dass ihr euch nachher einfach wundert, warum ich halt keine richtigen Meta-Builds mehr poste, sondern nur noch meine Builds, dass ich euch da einmal drüber aufkläre
Und dass ich euch einfach mal, sag mal, ein bisschen auf die Finger haue und euch mal sage, wenn ihr kostenlosen Content von Content-Kreatoren wie Simjo, Darkbreaker, Shurko konsumiert, lasst ihr noch mal ein Feedback da, weil das ist unglaublich geil, als Content-Creator Feedback von euch zu bekommen. Einfach nur, damit man weiß, ich mache was richtig. So blöd das auch klingt, aber ich denke, das passt am besten. Ich denke, das Video wird ziemlich vielen Leuten aufstoßen, weil ich auch Dinge gesagt habe über die Elo von Menschen und die Leute ja hier alles sehr, sehr persönlich nehmen, bla bla etc. pp. Aber ich wollte das unbedingt mal gesagt haben, weil das eine Sache ist, die mir, ja, seitdem ich aufgehört habe, Instagram-Guides zu machen, irgendwie ein bisschen auf dem, ich sag mal, Anführungsstrichen, Herzen liegt. 186 Likes, 84 Likes, ist sorry. Einfach um euch mal zu zeigen, dass halt Content-Kreatoren halt auch irgendwie unter anderem auf Feedback angewiesen sind, um zu wissen, was sie machen wollen. Weil irgendwie will man schon wachsen, auch wenn man es nur als Hobby macht, und das gehört halt auch irgendwie mit dazu. Ich glaube, eigentlich den Leuten ist es egal, wie viel Arbeit drin steckt. Die wollen einfach nur schnell die Bild sehen, verstehen und wie viel Zeit das kostet. Ja, genau. Die Community will nur Fast Food und Fast Food ist ein Screenshot. Fast Food ist ein weiterer Screenshot. Und noch ein Screenshot, weil es witzig ist. Ja. Ich werde mal schauen, wie ich mit dem Instagram-Account hier weiterverfahre. Ich werde meine Builds auf jeden Fall posten. Ich werde, wenn witzige Dinge in-game oder am Stream passieren, werde ich davon auch Screenshots machen. Aber ich werde nicht mehr den Anspruch haben zu sagen, hey, ich will wie zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, Butterfly Tank machen und alle Ryoma-Builds, die es gibt, Superman-Build, Arduin Basic-Build, weil der Champion neu rausgekommen ist, Wukong-Build, Joker-Build, bla 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 bla, Astrid-Build habe ich sogar auch gemacht, dass sie rausgekommen ist. Für Choken habe ich zwei Builds gemacht. Für Alice habe ich zwei Builds gemacht und den Anspruch habe ich einfach an mich nicht mehr. Und den Anspruch hat auch die Community nicht mehr. Wie ihr es eben selber festgestellt habt, dass viele Leute halt Guides und Builds haben. Dementsprechend wird das Ganze auf dem Instagram-Account hier, ich sag mal, ein bisschen persönlicher, weil ich halt jetzt meine persönlichen Builds teile oder irgendwas teile, was ich halt witzig finde. Ob das nur was mit AOV zu tun hat oder nur mit Dauntless, das wird die Zeit zeigen. Aber ja, ich denke, ich habe relativ gut rübergebracht, was ich sagen wollte. Es gibt ja so viele, die denken, dass sie krass werden. Ja, das stimmt, das stimmt. Naja, aber ich will ja auch kein 2-Stunden-Video draus machen. Dementsprechend denke ich, werde ich das Ganze hier jetzt gleich, soll ich mal, cutten. Falls ihr das Ganze auf YouTube seht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Thema denkt und wie ihr das Ganze seht oder wie ihr das Ganze auffasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Livestream oder beim nächsten Video wieder. Nächste Woche, also diese Woche, wenn ich das am Montag hochgeladen habe, wird ein neues Coaching kommen, was ich heute aufgenommen habe. Und das Video hier wird am Montag kommen. Montagabend schneide ich ein neues Video für Dienstag. Und im 1 bis 2 Tagestakt sollten dann, falls mein Real Life es zulässt, auch ganz normal halt wieder Videos auf YouTube kommen, falls die Leute, die sich gewundert haben. Und damit würde ich sagen, Twitch-Chat, ihr dürft noch bei YouTube verabschieden. Lasst noch mal den Autismus raus, damit jeder sieht, dass ihr auf YouTube seid. Und kurz danach werde ich dann auch die Aufnahme stoppen, mich bei euch verabschieden, das Outro hier reinschneiden. Und dann bis zum nächsten Livestream oder bis zum nächsten Video. Bye! Ba-da-da-ba-da!